Das heißt, das, was jetzt spannend wird, ist, wir haben drei Spalten, wo wir etwas einstellen können. Bedeutet, der Standardfall ist im Branchenmodell Holzbau ja immer der, der voreingestellt werden soll. Und wenn Sie die Sonderausstattungsvoreinstellung machen und sich mit dem Thema Wandliste beschäftigen, dann stellen Sie fest, ich kann da nichts einstellen. Hat einfach damit zu tun, der Standardfall ist voreingestellt. Den lassen wir Sie momentan auch nicht verändern, wenn Sie sagten, bei uns sind immer alle Wände höhengeteilt, was ich nicht glauben würde, aber nur mal angenommen, dann wäre das etwas, was Sie mit dem Coach gemeinsam machen könnten. Sonst müssen Sie hier nichts einstellen, weil die Ausführung der Wand ist eben immer voreingestellt laut Planung. Getreu dem Motto, what you see, what you get, haben Sie eine Holzständerwand geplant, wird es als Holzständerwand gerechnet und so weiter und so fort. Genauso ist die Standardvoreinstellung für die Trennhöhe der geteilten Wand, die, dass es eben keine Teilung gibt. Und die Ausführung der oberen Wand, da steht da Material einstellen, weil wenn es keine Teilung gibt, gibt es auch keinen oberen Teil der Wand, deswegen muss dort keine Materialvoreinstellung stehen. Also, Ausführung laut Planung. Wenn wir die Combo-Box aufmachen, haben wir dort die Möglichkeit, neben dem, dass wir sagen laut Planung, auszuwählen Außenwand Holz, würde also bedeuten, dann sagen wir, du gehst in den Container rein, der nicht Massivwände. Wenn Sie bei einer Außenwand, die als Holzständerwand, sprich nicht Massivwandstärke geplant ist, hier einstellen würden, Außenwand Holz, ist das Ergebnis gleich Null. Weil Sie sagen einer Holzwand, du bist eine Holzwand. Herzlichen Glückwunsch, den Aufwand können Sie sich sparen. Heißt also nochmal, Sie müssen hier wirklich nur für den Fall des Falles, dass es eine Höhenteilung gibt, rein. Bedeutet also, alle die Kollegen, die sagen, wir sind im Flachland unterwegs, das gibt es bei uns nicht, können das Video jetzt an der Stelle schon abbrechen, weil sie sagen, hat für uns keine Relevanz. Für alle anderen, Sie könnten jetzt aber auch sagen, die Ausführung der Wand soll massiv. Und jetzt sehen wir wieder unseren Wandstärkencontainer 17,5, 24 oder 25, 30 oder 36,5 sein. Wenn Sie das tun bei einer Holzwand, dann machen Sie automatisch eins. Dann sagen Sie, es ist zwar eine Holzwand geplant, tu jetzt aber mal so, als ob. Würde wiederum bedeuten, falls Sie eben die Trennhöhe dann nicht einstellen, was möglich ist, können Sie sagen, ich habe es zwar als Holz geplant, ich rechne es als massiv. Ich habe es zwar als massiv geplant, ich rechne es als Holz. So, und ganz unten gibt es noch zwei pauschale Wandaufbauten 1, 2. Die sind als Beispiel in der Kalkulation drin. Die führen dazu, dass gar nichts berechnet wird. Das heißt, Sie wären greifbar, Sie könnten dort Positionen dahinter hängen. Sie könnten pauschale Positionen dahinter hängen. Deswegen heißt es pauschal, bedeutet aber im ersten Moment einfach eins, Sie nehmen diese Wände komplett aus der Betrachtung raus. Würde bedeuten, für den einen oder anderen von Ihnen, der im Bestandsbereich unterwegs ist, der Anbauten, Aufstockungen oder Ähnliches macht, das wäre die absolut einfachste Variante, dafür zu sorgen, dass eben ein Teil der Wände, der in der Planung da ist, hier in einen Container reinläuft, wo Sie sagen, keine Preise. Machen Sie bitte eins, wenn Sie solche Forderungen haben, spielen Sie das bitte mit Ihrem Coach durch, wie Sie vorgehen. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten. Und bitte, wie gesagt, an so einer Stelle empfehlen wir immer individuelle Checkliste machen. Ne? Was muss für welchen Fall entsprechend eingestellt werden? Und diese pauschalen Wandaufbauten sind bewusst dafür vorgesehen. So, das heißt also, ich könnte jetzt dieser einen Wand mit der Wand Nummer 05 im Erdgeschoss mit 10,12 Meter, das heißt der einen Hauslänge, hier sagen, du bist eine massive Wand 24, 25. In dem Moment hätte ich nur eins gesagt, diese Holzwand ist eine Massivwand. Wir reden aber von Höhenteilungen. Das heißt also, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt hier eine Trennhöhe einstellen. Und mit dieser Trennhöhe definiere ich, wie hoch soll denn diese Wandausführung, die ich jetzt auf 24, 25 umgestellt habe, massiv sein. Und hier gibt es drei Varianten, die vorgesehen sind, 50, 1 Meter und 1,50 Meter. Ja, das ließe sich auch erweitern, wenn es denn nötig wäre, haben Sie bitte auf der Liste. Diese Struktur, diese Höhenteilung spielt in jede einzelne Wandposition rein, in jede einzelne Fassadenposition. Das heißt, das wäre jetzt eine etwas größere Anpassung. Einfach nur ne, für sich zum Bewerten, ist es nötig, ist es nicht nötig. Wie gesagt, Mainstream mit diesen drei Höhen
sind wir in den letzten Jahren gemeinsam mit den Mitgliedern der Branchenarbeitskreise sehr gut gekommen. Es waren früher nur mal 50 und ein Meter. Die Meter 50 wurde eben ergänzt, um halt dort noch eine weitere Variante zu haben. Also, ich könnte jetzt sagen, es ist eine Aufkantung von 100. Und dann macht es auch Sinn, das Material der oberen Wand einzustellen. So, und dann würde ich in so einer Konstellation sagen, Außenwand, Holz. Sie sehen, rein theoretisch könnte es auch sein, Sie haben unten Holz und haben dann eine Massivwand aufgesetzt. Es ist eine globale Steuerung, es sind Möglichkeiten in dieser Logik vorgesehen. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben eine Wand, die 33 cm, einer unserer Standardwandaufbauten als Holzwand mit 10,12 m geplant worden ist. Wir sagen, der untere Teil wird als Massivwand 24,25 betrachtet, ist 1 Meter hoch und oben drüber ist meine Holzwand. Bedeutet, wo kommt jetzt das Material für diese Wand her? Achtung, wir sind im Erdgeschoss und wir sind, Sie sehen es oben bei Außenwänden. Das heißt also, das Material, was im Register Massiv- und Kellerbau für Außenwände über Keller eingestellt ist, das ist das, was jetzt greift. Bedeutet also, ich habe jetzt eine 25er Betonwand, die 1 Meter hoch ist, für die geplante Wand mit 10,12 Meter definiert und auf dieser wird jetzt eine Außenwand aufgesattelt. That's it. Wichtiger Hinweis, selbstverständlich, für diese Außenwandaufsattlung wird halt nochmal eine entsprechende Fußschwelle, eine Isolierung und so weiter und so fort gerechnet. Das heißt, da gibt es nochmal ein separates Set. Wenn wir jetzt ganz kurz an dieser Stelle nochmal bei Fassade vorbeikommen, dann wäre es eben so, diese 10,12 Meter lange Wand, die wir 1 Meter hoch als Massivwand definiert haben, würde hier im Erdgeschoss, in der Erdgeschossfassade gesteuert werden. Bedeutet, in dem Video für die Fassade ist es auch schon erklärt, dass es plötzlich total viel Sinn macht, hier einzustellen wie Keller, weil Vorannahme, wenn Sie im Erdgeschoss sagen, ich habe 1 Meter Betonaufkantung, dann haben Sie das deswegen, weil Sie gegen den Hang gehen. Und wenn das gegen den Hang geht und Sie hier einstellen wie Keller, dann sind wir automatisch in einer Konstellation, wo das, was Sie im Bereich Massiv- und Kellerbau eingestellt haben, auch dort ist es in den Videos erklärt, nämlich mit der Ausführung der Abdichtung und so weiter und so fort, auch für diesen Meterbereich, Anführungszeichen, für den Betonsockel, für die Betonaufkantung eben, die unter Ihrer Holzstandardwand im Erdgeschoss ausgeführt wird, gilt. Sie merken, die Durchgängigkeit geht wirklich bis zum Ende an dieser Stelle und wenn das ausgeführt wird wie Keller, dann würde das, ich sag mal logischerweise, eben auch nicht eingerüstet gerechnet. In dem Moment, wenn ich es ausspreche, ne, sagt jeder, ja, logisch und so ist es auch.